Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar Do's and Don'ts in der Personalkostenplanung. Mein Name ist Jochen Emlauer. Ich führe Sie gemeinsam mit meinem Kollegen Alexander Beetz heute durch dieses kurze Webinar. Bevor wir starten, die zwei üblichen Hinweise. Sie sind während der gesamten Veranstaltung als Teilnehmer stummgeschaltet, können aber jederzeit mit uns in Kontakt treten, über das Chatfenster Fragen stellen, auf uns zugehen. Wir haben am Ende der Veranstaltung ein bisschen Zeit geblockt, um auf die Fragen noch in aller Ruhe eingehen zu können. Damit würde ich direkt starten, eigentlich mal mit einem kurzen Blick auf die Agenda. Wir werden einmal recht generisch, grob auf die Herausforderungen spezifisch der Personalkostenplanung eingehen, werden dann einen Auszug zeigen unserer Ansätze zur Optimierung der Planung, da einmal in Ruhe durchgehen, bevor wir abschließend einmal Ihnen zeigen werden, was so Insights sind, klassisch aus all den Projekten, die wir in den vergangenen Jahren zu den Themen Personal rund um Personalkostenplanung durchgeführt haben, um abschließend dann, wie erwähnt, auf Fragen und Antworten einzugehen. Wir beide freuen uns, dass Sie da sind, freuen uns über die Teilnahme. Kommen Sie gerne mit Fragen auf uns zu, jetzt während der Veranstaltung, aber auch im Nachgang. Damit kann es losgehen. Ja gut, wollen wir mal inhaltlich starten. Personalkostenplanung. Ich gehe mal davon aus, dass alle, die hier in der Runde sozusagen in der Veranstaltung sind, sich da auch schon mit beschäftigen, mehr oder weniger. Wenn wir mal gucken, rechts in der Grafik, was umfasst eigentlich so das Thema? Was ist der Themenbereich? Was verstehen wir? Was verstehen das meiste unserer Kunden darunter? Sie haben immer aus der Personalbezügeabrechnung heraus Iststände, die hier in der Grafik als Quartale dargestellt sind. Die gehen natürlich auf einer monatlichen Gehaltsabrechnung, aus einer monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung hervor und ist sozusagen die arbeitsvertragliche oder Entgeltwahrheit, die Sie immer kennen. In der Regel werden die Geschäftsjahre dann über verschiedene Szenarien von Forecast-Planung, 1, 2, 3, je nachdem, wie intensiv das bei Ihnen ausgeprägt ist, sozusagen zur Vervollständigung des Geschäftsjahres verwendet. Außerdem, Blick weiter ins nächste Geschäftsjahr, muss nicht zwangsläufig ein Kalenderjahr sein, ist es aber häufig, ist der Blick in die Budgetplanung, jetzt meinetwegen für 2024, um sozusagen dort auch ein Budget mit abgeben zu können. Und darüber hinaus gibt es sowas wie eine Mittelfristplanung, was nach unserer Einschätzung auch mehr oder weniger exzessiv, intensiv von Kunden betrieben wird. Das Thema bekommt natürlich in der Hinsicht immer höhere Bewandtnis und Sichtbarkeit, wenn wir uns überlegen, auf welchem Bewerbermarkt oder Fachkräftemarkt wir uns auch bewegen. Hier müssen natürlich, je weiter ich in die Zukunft schaue, auch der Blick schon über verfügbare Mitarbeiter oder auch fürs Recruiting sozusagen erfolgen. Die Planungen selber in der Regel basieren auf Grundlage dieser Daten, die abgerechnet sind, die auch weiter fortgeschrieben werden. Es gibt sowas wie Planstellenbewertungen, die Sie vielleicht in Ihren Organisationen haben und schauen sozusagen vom aktuellen Datum, vom Aufsetzpunkt nach rechts in die Zukunft. Und Sie können das sehr detailliert machen, Mitarbeitern, Planstellenebenen. Und Sie können aber auch gröber planen, wo Sie ganze Bereiche einer Organisation beplanen oder verschiedene, vielleicht homogene Mitarbeitergruppen. Im besten Fall sind die immer auf einer einheitlichen Datenbasis, damit Sie sozusagen ein geschlossenes System haben. Sie haben einen gewissen Detaillierungsgrad und nutzen sozusagen die Anwendung oder die Lösung dann auch, um darauf weitere Hochrechnungen und Simulationen in die Zukunft zu gestalten. Manche haben auch schon mit Predictive Features umgespielt. Dazu muss man dann aber auch sich ein paar Gedanken über zielführende Szenarien machen. Was immer im Kern der Sache eine Rolle spielt, ist natürlich, je weiter ich in die Zukunft blicke, desto ungenauer werden meine Daten. Das liegt in der Natur der Sache. Ich weiß vielleicht noch bis ins zweite, dritte Quartal hinein, welche Mitarbeiter in Elternzeit gehen, vielleicht aufgrund des Renteneintrittsalters die Organisation verlassen oder irgendwelche anderen Sabbaticals planen. Das sind Informationen, die in Teilen schon in ihren transaktionalen Systemen hinterlegt sind. Aber natürlich ist auch klar, je weiter die in die Zukunft gehen, desto unvollständiger können die sein und eher einen Prognosecharakter haben an der Stelle. Das ist erstmal so das Thema.
was wir unter dem Begriff der Personalkostenplanung verstehen und was wir heute hier, worüber wir sprechen wollen. Wenn wir uns mit unseren Kunden zu dem Thema austauschen und in Dialog kommen, was sind so die Pain Points, die Herausforderungen, die von Kundenseite an uns herangetragen werden? Häufig kennen Sie wahrscheinlich auch selber, in welche Applikation man auch nimmt. Das ist aufwendig. Ja? Sie müssen Manpower reinstecken. Oftmals haben Sie natürlich dann auch manuelle Unterstützungsleistungen. Das vorweg, da werden wir natürlich niemals drum rumkommen, weil irgendwie ein gewisses Wissen muss man ja auch einsammeln. Aber es soll natürlich effizient sein und an der richtigen Stelle. Uns wird oft widergespiegelt, dass es eine unzureichende Systemunterstützung gibt und damit auch zeitlich-inhaltliche Nachvollziehbarkeit von Planungsständen leidet. Wir kennen auch Welten, wo Planungen sozusagen noch auf Excel-Basis erfolgen, Extrakte mit Mitarbeitern aus HR-Systemen exportiert werden. Sie werden aufbereitet für jeweilige Kostenstellen, sie werden verschickt. Sie haben einen Systembruch, sie werden wieder eingesammelt, sie werden wieder konsolidiert. Das ist natürlich ein sehr müßiger Prozess mit den entsprechenden Ressourcenbindungen. Die unklare Rollendefinition, Verantwortungsübernahme, kommt oft so mehr aus einer psychologischen Sicht vielleicht auch noch raus. Was ist so die Aufgaben, Aufgabenbeschreibung auch derjenigen, gerade der Führungskräfte, Kostenstellen oder Verantwortlichen von Organisationseinheiten, die planen, wo sie sagen, naja, wir geben halt Zahlen ab, aber naja, wir werden dann eh von der Geschäftsführung überplant. Und sie haben eigentlich hier schon mehr so eine Frage der Organisationspsychologie, sagen, wie schaffe ich es eigentlich, dass diejenigen, die planen, auch die Verantwortungsübernahme, also klar in ihrer Rolle sind und auch die Verantwortung für ihre Zahlen übernehmen. Also Stichwort vielleicht auch Profit Center Verantwortlichkeit, wo ich sage, ich habe eine Profit and Loss Verantwortung vielleicht auch für den Bereich. Aus den Planungsprozessen mangelnde Transparenz, also dass man sagt, ich habe vielleicht nicht die entsprechende Tool-Unterstützung. Ich brachte eben das Beispiel mit den Excel-Files. Da ist es klar, dass Sie nicht der Planer, weder der Planer noch vielleicht die Personalleitung oder Geschäftsführung dazu jederzeit den Einblick drin hatten. Und das steigt und fällt natürlich auch mit dem Tool. Und bei mangelnder Tool-Unterstützung halt auch nicht die Möglichkeit, die Abweichungsanalysen zu fahren, zu sagen, naja, was war mal ein Grundbudget, von dem ich ausgegangen bin, was habe ich noch dazu zusätzlich geplant und wie kann ich das auch über Abweichungsanalysen überhaupt sichtbar machen. Und last not least, Datenschutz, ne, so auch wenn wir das Excel-Beispiel nochmal nehmen, wenn Sie Daten aus Personalsystemen exportieren, per Excel auf 50 Kostenstellen oder Organisationseinheiten kleinschneiden, und in die Organisation hinein verschicken, haben Sie einen Systembruch, einen Medienbruch und im Grunde genommen haben Sie auch ja eine Lücke im Datenschutz. Jetzt können Sie auch sagen, Sie legen es auf gesicherte Verzeichnisse, gibt es auch, aber ist auch klar, dass wir hier von personenbezogenen Daten sprechen, die mit der entsprechenden Sensibilität zu behandeln sind. Danke, Alex. Gehen wir im Folgenden mal auf die Ansätze, die wir heute mitgebracht haben. Wir haben mal ausgewählt 4 Ansätze, die wir in den nächsten Minuten vorstellen wollen. Der erste Ansatz zur Optimierung der Planung, der Personalkostenplanung betrifft grundsätzlich Unternehmensplanung, eine fokussierte Detaillierung. Unter zwei Gesichtspunkten und auf zwei Ebenen, einmal den Planungsansatz betreffend, einmal die technische Planungstiefe betreffend. Was meinen wir eigentlich mit Planungsansatz? Also der Planungsansatz, ganz grob, lässt sich in zwei verschiedene Varianten unterteilen. Entweder plane ich eben stellengenau, mitarbeitergenau meine Personalkosten oder ich nehme eine Treiber- oder effektebasierte Planung zur Hand. Was bedeutet das wiederum, Treiber- oder effektebasierte Planung? Am Beispiel von einem produzierenden Unternehmen beispielsweise macht es vermutlich wenig Sinn, Produktionseinheiten, Produktionslinien auf Kopfzahlenbasis oder Stellenbasis zu planen, sondern vielmehr werden Sie vermutlich Umsatzplanungen vorab zur Verfügung gestellt oder im Prozess ganz vorne ranstellen und dann über Ihre KPIs, die produktiv, produktionsabhängig sind, entsprechend einmal die Personalkostenplanung. Das vielleicht zur Definition einmal kurz, was meinen wir denn mit Planungsansatz? Und das meint dann auch das, was hier auf dem zweiten Bullet eigentlich steht. Der Planungsansatz muss zum Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens passen. Macht also keinen Sinn, wie ich gerade sagte, ne, ein produzierendes Unternehmen irgendwie zu versuchen, die einzelnen Ställe zu planen.
Das sieht in anderen Unternehmen, beispielsweise in Dienstleistungskleineren Serviceunternehmen, ganz, ganz anders aus. Und heißt auch nicht, dass ich entweder das eine oder das andere mache, sondern natürlich auch Möglichkeiten zulassen muss, dass ich verschiedene Ansätze innerhalb eines Unternehmens planen muss. Also beispielsweise im Handelsunternehmen die Verwaltung, den Einkauf, Buchhaltung etc. durchaus Personenstellen scharf zu planen und dann aber zu sagen, ich habe meine Verkaufshäuser und da weiß ich, mein Umsatz entwickelt sich nächstes Jahr um x Prozent, hoffentlich nach oben. Und ich weiß, ich habe dann eben zur Verfügung für Verkaufspersonal, für Dekorationspersonal etc. Nach gewissen KPIs getrieben Stunden und damit dann auch entsprechende Personalkosten. Das ist das eine. Und der letzte Punkt unten einmal, auch das ist wichtig, der Planungsansatz sollte, muss zu dem jeweiligen Planungsanlass passen. Also Planungsansatz, Budget ist nicht gleich Forecast, ist nicht gleich Mehrjahresplanung, ist nicht gleich strategische Planung. Das Budget im Normalfall plane ich sehr viel detaillierter als beispielsweise einen Forecast, als beispielsweise auch die Planung auf die nächsten 5 bis x Jahre hinaus gesehen. Also auch dort einmal einfach die Zusammensetzung auf das jeweilige Geschäftsmodell, auf Ihr Unternehmen und auch auf den Planungsansatz muss passen. Das ist so der eine Punkt, Planungsansatz. Das andere, die Planungstiefe, ist relativ einfach. Es wird in der Runde wahrscheinlich auch niemanden überraschen. Es macht sehr wenig Sinn, auf einzelnen Lohnarten zu planen, also die SV irgendwie in ihre so und so viel zig Bestandteile runterzubrechen, sondern als einen Bestandteil, als eine Kostenart zu planen und in dem Ganzen sich immer zu vergegenwärtigen, zumindest dann, wenn Sie das nicht aus einer reinen Zentralfunktion raus vornehmen, diese Planung, dass Sie auf Anwenderfreundlichkeit achten, weil Sie sich immer vergegenwärtigen müssen, derjenige, den Sie bitten, eine dezentrale Planung durchzuführen, der macht es eben nicht jeden Monat und beschäftigt sich damit nicht ständig, das heißt einmal auf die Augenhöhe sozusagen zu begeben und zu überlegen, was ist denn selbstverständlich, was ist einfach zu planen und dann eben auf diese Ebene sich entsprechend zu begeben. Das vielleicht so zu dem ersten Hebel. Der zweite Hebel ist, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, oder Ansatz zur Optimierung der Planung, ist durchaus immer sich zu überlegen, inwiefern kann ich denn profitieren von der Dezentralisierung der Planung. Es hat mehrere entscheidende Vorteile. Der eine ist, aus einer zentralen Brille, selbst wenn Sie irgendwie ganz stark HR-Business-Partner mit einbeziehen, werden Sie niemals all das Wissen zusammenziehen können, das bei den Führungskräften vorhanden ist, die eben schon genau wissen, was planen meine einzelnen Mitarbeiter, was plane ich, was steht an Abwesenheiten aufgrund von Elternzeit oder Ähnlichem oder auch mal Sabbatical, über die Sie mit Ihren Mitarbeitern schon sprechen. Das heißt, das ist ein Riesenvorteil, den Sie natürlich einmal durch eine dezentrale Planung als Mehrwert in der Personalkostenplanung mit einbeziehen können. Der zweite Punkt auch wichtig, der Kollege hat es vorhin in den Herausforderungen genannt, eine Verantwortungsübernahme auch ist häufig in Unternehmen schwierig. Ne? Wenn Sie aber eine dezentrale Planung machen, die eine echt dezentrale Planung bedeutet, das heißt, dass die Führungskraft tatsächlich plant und auch diese Planung so übernommen werden kann, führt zu einer sehr viel stärkeren Übernahme der Verantwortung, die Transparenz führt zu einer entsprechenden Akzeptanz der Planung und nicht zuletzt, wenn Sie Unternehmen beispielsweise über Zielerreichung steuern, haben Sie dort dann auch den Brückenschlag zu einer möglichen Incentivierung, was Bonus, was Gehalt mit anbetrifft. Das vielleicht zu den Vorteilen. Man muss natürlich auch sehen, es passt nicht für jedes Unternehmen, die dezentrale Planung. Es ist A, von der prozessualen Seite unbedingt erforderlich, dass Sie Rollen klar definieren, dass Sie Verantwortlichkeiten klar definieren, was ist Aufgabe von dem zentralen Personalcontrolling, was ist Aufgabe der HR-Business-Partner und wofür steht die Führungskraft am Ende im Soll. Und auch das ganz sauber in Abstimmungsprozessen innerhalb des Planungsprozesses zu hinterlegen. Das ist so die prozessuale Seite. Und dann gibt es auch ganz, ganz wichtig natürlich den Blickwinkel auf Budgetkultur, so haben wir das hier mal genannt, und die wirtschaftliche Situation im Unternehmen. Budgetkultur auch da. Es ist nicht einfach, eine dezentrale Planung einzuführen, wenn Sie in der Situation im Unternehmen sind, dass Sie eigentlich so eine Kultur haben, gerne mal 5 Euro mehr zu planen, um am Ende des Jahres irgendwie nicht in die Bredouille zu kommen. Dann werden Sie nämlich gerade in den Personalkosten über Transparenzprobleme reden und auch häufig wiederum anpassen müssen, so und so viele Iterationsschleifen nochmal laufen, weil Sie eben aus der Kultur raus eher mal gerne zu hoch planen. Ja, und das muss passen, das muss dann entsprechend auch sauber vorbereitet sein. Und ist halt ganz, ganz wichtig,
zu berücksichtigen, wenn Sie sich Gedanken machen, eine dezentrale Planung einzuführen. Es gibt durchaus auch Gründe für zentrale Planungsansätze. Der eine ist, aufgreifend den Punkt vorne dran, einmal, wenn Sie in einer wirtschaftlichen Situation sind, die vielleicht ein bisschen schwierig ist oder nicht genug Visibilität haben, wie sich Umsätze im kommenden Jahr entwickeln, tun Sie sich leichter, zentral zu planen, weil Sie sehr viel einfacher eingreifen können und sehr viel weniger Kommunikationsschleifen natürlich haben, als wenn Sie in eine dezentrale Planung entsprechend eingreifen müssen. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wenn Sie viele Führungskräfte mit einbeziehen, der Ressourceneinsatz relativ hoch. Der Gewinn natürlich, die Vorteile sind entscheidend vorne dran, aber Sie binden natürlich relativ viel Personalkapital sozusagen. Das heißt, es ist insgesamt ein relativ aufwendiger Prozess, der deutlich schlanker ist, wenn Sie einfach zentral planen. Genau, so viel vielleicht zu den ersten zwei Ansätzen. Alex übernimmt dann einmal an der nächsten Stelle. Jo, danke, Jochen. Ich möchte was zur Verwendung von Planungssoftware sagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo Sie individuell stehen. Das wird sehr unterschiedlich sein. Aber was ist grundsätzlich die Erwartungshaltung an eine Planungssoftware? Ne? Also natürlich, was heißt natürlich? Ich sage es nochmal, Maßnahmenplanung. Was versteckt sich dahinter? Sie können auf ein Layout für eine FTE-Kapazität einen Datensatz nehmen und können anstatt einer 1 eine 0,5 reinschreiben ab Mitte des Jahres, weil ein Mitarbeiter vielleicht auf Teilzeit geht. Das können Sie machen. Das wird auch in der Aggregation der Zahlen in der Belegschaft sicherlich funktionieren. Das Problem ist, Sie können es nicht mehr nachvollziehen. Von daher wäre es eigentlich auch immer so, dass wir von unserer Seite eine Maßnahmenplanung unterstützen, damit Sie einfach klar sind, im Nachgang zu sagen, das Monitoring, das Tracing machen zu können, zu sagen, naja, was war denn die personalwirtschaftliche Ursache für diese Maßnahme? Und Sie können ja dann im Nachgang auch das Kriterium wiederum verwenden, eine Clusterung von Maßnahmenarten, nach denen Sie dann sozusagen die Planung aufreißen und in die Detailanalyse gehen, ne? Dass Sie dann wirklich sagen, wir haben Headcount oder wir haben FTEs abgebaut, weil so und so viele Elternzeiten meinetwegen anstanden für einen gewissen Zeitraum, Elternzeit, Mutterschutz oder Versetzungen oder Renteneintritte etc., ne? Dass Sie hier sozusagen immer auch die Transparenz der Ursächlichkeit haben. Eine Software würde ich heute eigentlich nicht mehr diskutieren, muss im Grunde zu jeder Zeit den in den Planungsprozess involvierten Mitarbeitern Status darüber geben, über die, also Planstatus, auf welcher Ebene sind wir, was wurde schon freigegeben, was ist noch in Bearbeitung, was wurde vielleicht überplant, aber auch in Bezug auf die Inhalte. Und ich denke, alle modernen Lösungen, die ich jetzt zumindest kenne, können das. Sie muss Szenarien und Simulationen unterstützen, auch nicht überraschend. Hier auch Szenarien heißt es immer so ein Begriff, aber was auch eine ganz klare Empfehlung ist, ich glaube, wir greifen es am Schluss nochmal auf, ist auch Best-Case, Worst-Case-Szenarien mal zu rechnen. Ne? Weil die Personalkostenplanung als Teilplanung der Unternehmensplanung ist natürlich eine in Zahlen gefasste Voraussage für Ihre Unternehmensentwicklung. Und da macht es an der Stelle schon Sinn zu sagen, naja, was machen wir denn, wenn es sich das Geschäft in eine gute Richtung entwickelt oder wenn es sich in eine schlechtere Richtung entwickelt? Weil das sind genau sozusagen die Szenarien, die man durchdenkt, damit man im nächsten Geschäftsjahr nicht davon überrascht wird, beziehungsweise wenn es denn passiert, eigentlich schon vielleicht eine Idee hat, wie man dann betriebswirtschaftlich respektive personalwirtschaftlich darauf reagieren kann. Harmonisierung von Teilplanungen ist auch wichtig in den Softwaren, dass sozusagen verschiedene Teilplanungen oder auch Planungsanlässe gut in der Anwendung integrierbar sind, ne, dass Sie mit verschiedenen Versionen arbeiten können, dass Sie auch mit privaten Versionen und öffentlichen Versionen arbeiten können oder halt sozusagen aus verschiedenen Unternehmensbereichen auch Planungen integriert zusammenführen können. Abweichungsanalysen, glaube ich, hatte es eben schon gesagt. Immer wichtig, ich muss immer wissen, woher kommt denn ein Delta? Warum? Ich habe hier 10 Mitarbeiter, 10 FTEs in einem Bereich geplant mit den entsprechenden Kosten. Warum sind es denn jetzt 8 oder warum sind es 20? Hat es jemand überplant, vielleicht auf einer höheren Ebene von einer Top-Down-Maßnahme? Egal, ich möchte es immer verstehen und möchte das sehen.
Die Workflows, ich glaube, ja, ist klar. Sie wollen immer wissen, wer ist dran, wer muss was machen, einhergehend mit einer Kommunikation. Das ist ein lebendiger Prozess, sagen wir auch gleich mal was zu. Und Integration der Schnittstellen in die Vor- und Nachsysteme. Ne? Vorsysteme ist klar, Sie haben Ihre Quellen, wo Sie abrechnen, wo Sie eine Personalstammdatenverwaltung machen, die eine Anwendung, eine Personalkostenplanungsanwendung verarbeiten können muss. Klar, sonst wird es ja nicht funktionieren. Aber Sie haben natürlich auch die Integration in die Folgesysteme und in eine integrierte Unternehmensplanung. Von daher ist es wichtig, dass zum einen diese Integrationsobjekte durchdacht sind und man sich darüber im Klaren ist, wie eine Personalkostenplanung auf eine Unternehmensplanung einzahlt und was eigentlich die integrativen Objekte sind. Also wenn ich auf Organisationseinheiten anhand eines OMs plane, ist es gut, wenn die vielleicht im Bauch schon die Kostenstellen hat. Oder man anhand von Kostenstellenhierarchien plant, kann man auch machen, um dann anhand diesen Objektes auch die Daten im Rahmen der Kostenstellenplanung als Personalkosten auch mit in die Kostenstellenplanung integrieren zu können. Kostenstelle ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist ein Kostenbestandteil, der im besten Fall ja auch einen Bezug hat zu dem Sachkonto in der Finanz, wo diese Kosten sozusagen auch wieder auflaufen. Also hier das ist einerseits natürlich prozessual vorzudenken, aber das muss eine gute Software halt auch mit anbieten. Und die Lösungen, die ich jetzt zumindest kenne, die uns auch, die wir betreuen oder implementieren, die können das auch. Und wieder last not least, geschlossene Lösung für besseren Datenschutz, wenn wir uns nochmal das Beispiel vor Augen halten, wir verschicken Excel. Ja, da ist es natürlich, haben Sie einen Systembruch und dann können Sie die Berechtigungen und in dem Datenschutz nur mit erheblichem Zusatzaufwand gerecht werden. Ein Thema, was uns immer wieder umtreibt, wir werden ja gefragt, erzählen Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, woran scheitern Projekte oder was macht es gut, beziehungsweise was ist denn eigentlich der Impact auf die Organisation und woran messen wir den Erfolg unserer Einführung von Personalkostenplanung? Jetzt haben wir über technische Sachen, auch über fachliche Sachen gesprochen. Aber was natürlich auch ganz wichtig ist, ist das zu verstehen, dass ein Planungsprozess, ich hatte es eben schon mal gesagt, eine Vorwegnahme einer zukünftigen Geschäftsentwicklung ist. Und das geht damit einher, dass es auch die entsprechende Sichtbarkeit in der Organisation haben muss. Wir haben hier unten einen Chart gezeichnet, da ist ein Planning Office drauf. Es muss nicht zwangsläufig ein Office sein. Aber wichtig ist, dass für den Prozess der Durchführung der Planung auch Mitarbeiter in der Verantwortung sind, die sozusagen die Informationen top-down oder bottom-up konsolidieren oder so ein Gegenstromverfahren und die Kommunikation sozusagen sicherstellen. Deswegen sagen wir, es macht Sinn, eine Planung auch als internes Projekt zu begreifen. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, Kostenstellenverantwortlicher, Teamleiter, oder Verantwortlicher für eine Organisationseinheit, du musst mal jetzt hier irgendwelche Zahlen liefern, ist das nicht ausreichend, ne? Weil darunter leidet dann letztlich auch die Akzeptanz. Es muss auch jeder der Mitarbeiter, und das hat auch wieder was mit Unternehmenskultur zu tun, verstehen, dass es auf ein Unternehmensziel einzahlt, dass es darum geht, die Organisation mit auszugestalten. Und das erfordert natürlich umgekehrt, dass dieser Prozess untechnisch gut gemanagt ist. Und so die Verantwortlichen müssen dann halt auch drauf schauen, dass die Meilensteine entsprechend gehalten werden, dass die entsprechende Kommunikation sichergestellt ist. Wenn Sie im Team 10 Mitarbeiter planen und die Geschäftsführung aber 15 will, dann kann man das zwar in ein Tool eintragen und überplanen, aber die Kommunikation, warum das so ist und irgendwie ein Agreement zu finden, an der Stelle werden halt die Menschen im Sinne einer zentralen Funktion an der Stelle wichtig. Ne? Und wenn Sie das gut hinkriegen und das etablieren, und das ist, wie gesagt, immer eine Empfehlung, auch die parallel zu unseren Implementierungsprojekten geht, dann haben wir eigentlich auch immer die Erfahrung gemacht, dass es dann besser funktioniert, ne? Weil Kommunikation und zentrale Steuerung außerordentlich wichtig ist. Im Umkehrschluss, wenn Sie das machen, vermeiden Sie die Blindflüge, Sie sind jederzeit auskunftsfähig, was ist der Status, ich habe einen Entwurf freigegeben, die Geschäftsführung guckt vielleicht gerade drüber. Wenn das mit der entsprechenden Rahmenkommunikation verbunden ist, vermeiden Sie auch die Blindflüge einfach. Weil das immer genau die Zeiten sind, wo Sie die Menschen verlieren.
Und das geht dann natürlich dann auch damit einher, Risiken zu erkennen, beziehungsweise wenn es jetzt eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt oder Erwartungshaltung, wie Unternehmensbereiche auszuplanen wären, sei es von der Kapazität oder sei es von Kosten, dass man dann auch entsprechend aktiv entgegensteuern kann. Ups, gesprungen. Kurzer Blick auf die Zeit, 25. Nochmal als Zusammenfassung der Insights oder unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo wir für sensibilisieren wollen. Herr Emlauer hat es eben gesagt, Sie müssen den passenden Planungsansatz finden. Was plane ich zentral, was plane ich dezentral? Wo gehe ich auf eine Granularität, kleingranular von Stellen und Mitarbeitern? Wo kann ich aber gesamte Effekte planen? Das ist einfach wichtig, dass Sie das konzeptionell für sich klar haben und im Grunde von Ihrer Unternehmensstrategie, von Ihrem Geschäftsmodell sozusagen das ableiten und auch in Ihren Planungsszenarien sozusagen implementieren. Dass man eine gute Software braucht, ist, glaube ich, klar. Maßnahmen hatten wir auch gesagt, ne, zur besseren Nachverfolgung. Wenn Sie es weglassen, werden Sie sich immer fragen, ja, warum, wir haben jetzt was geplant, wo ist das kommentiert? Sie können dann auch entsprechend schlechter reporten. Und ja, die Führungskräfte kennen ihre Organisation am besten. Von daher, wenn ich eine Unternehmensplanung oder eine Personalkostenplanung auf Ebene von Führungskräften, Teams, Kostenstellen, Organisationseinheiten runterkaskadiere, habe ich natürlich auch mit das beste Wissen, weil die Führungskräfte kennen ihre Mitarbeiter am besten. Die wissen, wann tritt jemand aus oder wann kommt er wieder, will er sich verändern, will er in einen anderen Bereich, steht vielleicht eine Elternzeit an. Das ist natürlich das Wissen, was Sie sozusagen in die Planung mit einfließen lassen wollen. Best-Case-Worst-Case-Betrachtung, um sozusagen betriebswirtschaftlich, personalwirtschaftlich Überraschungen zu antizipieren und dann vielleicht im Folgejahr im Budget schon zu sagen, ja okay, da haben wir zu optimistisch geplant, haben wir uns aber was für überlegt, wir haben zu pessimistisch geplant, haben wir uns auch einen Plan überlegt. Abweichungsanalysen, hatten wir gesagt, ist das, was mit den Tools heute im Grunde genommen auch mitkommt. Und auf der anderen Seite, ich habe eben gesagt, nutzen Sie das Wissen Ihrer Führungskräfte, ist das Spannungsfeld ist immer, überfordern Sie die Organisation nicht mit einer Überdetaillierung. Das ist das, was der Herr Emlauer eben gesagt hat. Ne? Ich sage zwar, ich sammle das Wissen der Führungskräfte ein, aber ich zwinge sie nicht, Informationen zu pflegen, die sie gar nicht wissen können. Ich würde nicht auf die Idee kommen, eine Führungskraft eine Lohnart eintragen zu lassen. Die kennt er nicht. Und es wird am Ende des Tages die Operationalisierbarkeit der Anwendung und dieses Prozesses in ihrer Organisation im Grunde genommen zum Erliegen bringen. Ne? Das macht keinen Sinn, ne? Also keine Überdetaillierung. Nehmen Sie vielleicht Mitarbeiter, wenn man auf die Ebene runtergehen mag, oder Planstellen in Endplanung, planen Sie die aus, aber in der Kosten, also wenn wir über Kosten sprechen, nehmen Sie Ihre 5, 6 Kostenbestandteile. In der Regel ist es nicht so entscheidend, dass die jetzt centgenau sein müssen. Das können sie gar nicht sein. Wir hatten anfänglich gesagt, je weiter ich in die Zukunft gehe, desto mehr inhaltliche Unsicherheit kommt dazu. Die Centgenauigkeit macht es nicht aus. Wichtiger ist dann wiederum im Umkehrschluss zu verstehen, was sind hier meine Kostenbereiche. Ne? Ja, und last not least, managen Sie Ihre Planung aktiv. Ne? Hatten wir eben auch nochmal strapaziert. Das hat eigentlich nichts mit einer Anwendung zu tun, auch nicht mit einem Fachkonzept. Das hat einfach was mit der Visibility Ihrer Planung, Ihres Planungsprozesses innerhalb der Organisation zu tun, wie die Planungsanwendung wahrgenommen wird und dass man sozusagen auch die Führungskräfte, die Mitarbeiter mit einbezieht, um zu sagen, naja, eure Planung ist signifikant für unser Unternehmensergebnis und die Ausgestaltung unserer Organisation in einem Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren, wie weit man das in die Zukunft tragen kann, um hier sozusagen die Mitarbeiter mitzunehmen und die Planungszyklen sozusagen hier aus einem zentralen Büro heraus aktiv managen zu können. Wir hatten es Planungsoffice genannt, wie Sie es nennen. Ist vielleicht zweitrangig, es kann eine Stabsfunktion in der Personalabteilung sein. Aber dem Thema die entsprechende Visibility in der Organisation zu geben, darum geht es. Genau, super, danke Alex. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Präsentation, unserer
Ansätze zur Optimierung der Planung angekommen. Bevor wir gleich auch, ich sehe schon ein, zwei Fragen, die reingekommen sind, darauf eingehen, zwei Hinweise. Morgen, ab morgen finden Sie die Aufzeichnung dieses Webinars auf unserer Academy-Seite. Ebenso in unserem YouTube-Channel. Schauen Sie auch dort gerne mal rein, was wir bisher schon so zu dem Thema positioniert haben. Kommen Sie aber auch gerne auf uns zu, wenn Sie Fragen haben. Freut uns sehr, wenn wir Impulse mal bekommen von außerhalb, von Kundenseite, von Interessentenseite. Nehmen wir uns gerne der Themen tatsächlich auch mal an, in Blogs, in Whitepapern, in entsprechenden Webinaren. Das nächste Webinar, Alex, gerne mal kurz auf die nächste Seite, bitte. Das nächste Webinar unserer findet statt nächste Woche Dienstag. Ganz andere Baustelle, sehr, sehr technisch. Ivy Solution Home Turf, nämlich SAP Datasphere von Bits und Bytes zu Widgets und Charts. Ist jetzt hier im Teilnehmerkreis wahrscheinlich nicht so mega relevant, aber vielleicht durchaus interessant auch für den einen oder anderen. Ja, das vielleicht so einmal kurz zur Information. Teilen Sie auch gerne unsere Webinare, unseren YouTube-Channel mit Kollegen, mit Freunden. Gehen wir einmal kurz auf die Fragen. Ich habe gesagt, ich sehe schon ein, zwei Fragen. Nämlich, Sekunde, muss immer gucken, ist ein bisschen klein. Ab welcher Mitarbeiterzahl empfehlen Sie den Einsatz einer Planungssoftware? Ja, das ist natürlich so eine grundsätzliche Frage, die sich ein bisschen an der Struktur des Unternehmens und was Sie mit der Personalkostenplanung alles machen, ausrichtet. Grundsätzlich aus der eigenen Erfahrung auch, sage ich mal, bis so einer Größenordnung 500 Mitarbeiter, 500 Personen etwa, ist der Mehraufwand, den Sie durch eine Installation, eine Pflege einer Software haben, meines Erachtens nicht gerechtfertigt, weil das sich doch noch ganz gut klassisch in Excel eigentlich abbilden lässt. Darüber hinaus wird es schwierig. Ab 1000 Mitarbeiter drüber und mehr finde ich es tatsächlich kaum noch wirklich stemmbar, wenn Sie auch dezentralisieren wollen, die Planung, das dann alles zusammenzufassen. Da lohnt dann eigentlich tatsächlich der Blick mal in die verschiedenen Anwendungen, die es da gibt, und sich tatsächlich ernsthaft zu befassen mit der Frage der Personalplanungssoftware. Das heißt, so die Grenze, ne? Bis zu 500 kein Problem, meines Erachtens, unseres Erachtens, glaube ich, Alex, dürftest du auch im Kopf nicken. Ja, das Problem liegt halt vor allem darin, man kann das natürlich kleinbrechen. Ich kenne den Kunden, wenn man das mal so bewertet, aus einer Organisationseffizienz heraus, die, sagen wir mal, vielleicht 20 Einzeldateien runtergebrochen haben und haben die verschickt, hatten dann sehr viele Aufwände dabei, die dann wieder zu konsolidieren. Das ging zwar technisch, aber dann sind wir auch wieder genau in einem Blindflugthema. Ja. Natürlich, wie du sagst, unterhalb von 500 macht das sicherlich keinen Sinn. Aber ich würde mal sagen, wenn wir uns oberhalb von 1000 bewegen, dann wird die Operationalisierung ohne Tool erschwert es schon eminent, einen Planungsprozess transparent sozusagen in die Organisation hereinzutragen. Ja, genau, super, danke. Ich habe gerade mal schon gespickt. Die nächste Frage ist ein bisschen spezifisch. Interessant, wir haben die Herausforderung, dass aufgrund hoher Fluktuationen regelmäßig ein hoher Anteil an Stellen unbesetzt ist. Wie empfehlen Sie, damit umzugehen? Alex. Viele Stellen sind unbesetzt. Ja, okay, naja, das ist prozesslastig. Ich habe Verschiedenes hier schon gesehen. Es gibt Kunden, die, also ich will nicht sagen, es gibt den einen richtigen Prozess. Es gibt Kunden, die für einen Planungsturnus sozusagen extra Planstellen in einem System erstellen. Und auch wenn die jetzt, sagen wir mal, im nächsten Budgetjahr nicht besetzt werden können, die auch abgrenzen. Und dann fallen die weg. Und dann müssen Sie sozusagen in der folgenden Budget-Jahresplanungsrunde müssen Sie neu im OM, Organisationsmanagement, angelegt werden und werden neu über die Datensammler sozusagen eingesammelt. Das kann ein Szenario sein. Ist eher vielleicht 20-30% der Unternehmen, habe ich sowas gesehen. Was häufiger ist, ist tatsächlich, das verbleiben natürlich Planstellen, auch in der Organisation, die nicht besetzt werden konnten, obwohl man das vielleicht wollte. Man kann die natürlich auch im Grunde genommen erstmal einfach weiterlaufen lassen bis zu dem Zeitpunkt, bis man sie halt abgrenzt von einem Datensammler oder per Außentrittsmaßnahme oder Abgrenzungsmaßnahme beendet. Man muss sich für ein Szenario letztlich entscheiden. Und gut, wenn die jetzt, sagen wir mal, eine Planstelle aus dem Vorjahr ist, die jetzt aber noch nicht umgesetzt ist und ins Folgejahr reinläuft, dann sieht man die halt im Datensammler. Man muss dann halt schauen, dass es in Summe noch passt. Ne?
Aber ich glaube, das kriegt man prozessual ganz gut Ja. geklärt eigentlich. Ja. Sehe ich ganz ähnlich. Vielleicht ergänzend dazu bedarf es, glaube ich, so einer grundsätzlich routinemäßigen Überprüfung von vakanten Stellen, um einfach zu verhindern, dass Karteileichen sind, dass man einfach schaut, ganz regelmäßig, das ist ja relativ einfach, welche Stellen sind aktuell und wie lange schon vakant, wie lange auch schon nicht ausgeschrieben beispielsweise, um dort eben durch einen sauber aufgesetzten Prozess dann einfach reagieren zu können und gerade bevor man in eine Personalkostenplanung geht und bevor man sozusagen die Datenbasis erstellt für die Planung, da einmal sauber zu sein, um dann nicht während dieses Prozesses da hinterher zu rennen. Ne? Super, Genau, richtig. okay. Diesmal kann auch sagen, dass man eine Maßnahme mit 5 oder 10 Planstellen schafft, die halt eine reine Maßnahme ist, die für die Planung sozusagen als Platzhalter ist, ne? Das hängt dann tatsächlich wirklich an den konkreten Szenarien, die ich mir überlege. Und dann muss man halt die Setzung runterschreiben und sagen, das ist der Prozess, wie wir es in unserer Organisation abbilden. Aber ist für mich mehr eine Prozessfrage als eine Toolfrage. Aber ich glaube, die Frage nehmen wir mal mit, Alex. Das können wir mal noch weiter diskutieren. Das ist durchaus interessant. Ja, auf jeden Fall. Alle Okay, wir sind aber Kombinationen unterscheiden. Ja. damit, hier am Ende. Es ist jetzt nichts weiter reingekommen an Fragen. Vielen, vielen Dank Ihnen allen für die Teilnahme. Freut uns immer sehr, wenn wir ein paar Hörer, Zuschauer erreichen mit unseren Formaten. Kommen Sie gerne im Nachgang auf uns zu, auch falls nochmal Fragen, falls nochmal Themen, auch Anregungen für, wie gesagt, weitere Gerne. Formate, Inhalte sind. Freuen wir uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Jo, Und besten Dank. Jo, wiederhören.